Okay, YouTube, es ist Zeit für Fast Food. Let's go. Willkommen mit der Bestellung, bitte. Hallo, ich hätte gerne einmal den Cranberry Brie Chicken. Im Menü? Nicht im Menü, sondern mit den Camembert-Talern extra und eine große Cola mit Eiswürfel, bitte. Dann sind 10,27 am 2. Dankeschön. Dann wünsche ich euch beiden einen wunderbaren Tag. Danke, ciao. Ciao. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Hey YouTube, mein Name ist Matthias und das ist Stay Hungry Fast Food Review. Ich bin heute für euch bei McDonald's in Gunzenhausen, um deren neuen Cranberry Brie Chicken für euch zu testen. Mit den 4 Camembert-Talern. Was haben wir denn alles bekommen? Servietten. Camembert-Taler. Cranberry Dip. Und natürlich den Cranberry Brie Chicken. Das ist der Cranberry Brie Chicken von McDonald's. Machen wir mal den Bun-Test. Oh ja, das ist schön weich. Oh, und? Er ist warm. Das ist ein Honey Oat Bun. Wir haben unten den Bun. Dann kommt das Chicken. Dann der Brie-Käse. Rucola. Hier sehen wir dann den Lolo Bionda Salat und die Cranberry Soße. Also, es riecht auf jeden Fall sehr gut. Okay, dann. Ja. Also ganz ehrlich, kann ich jetzt im Moment wenig sagen. Man schmeckt den Brie etwas. Man schmeckt unglaublich viel diese Cranberry-Soße, die wahnsinnig süß ist. Ich muss einfach nochmal ein bisschen machen. Vielleicht mal von der Seite hier. Beim zweiten Bissen hatte ich jetzt wesentlich weniger von der Cranberry-Soße, was irgendwie angenehmer wirkt. Ich mache einfach mal noch ein bisschen. Ja, es ist, wie es ist. Die Cranberry-Soße ist einfach unfassbar dominant. Man schmeckt auch dem Brie sehr gut. Was man weniger schmeckt, ist den Salat und das Chicken. Der Bun ist sehr weich und gut getoastet, also nicht zu hart. Kommen wir zur Beilage. So schauen die Kollegen aus. Und jetzt wollen wir das Ganze mal mit der Cranberry-Soße probieren. Die finde ich gut. Würde jetzt nicht den Pommes vorziehen, aber so, wenn man mal einen kleinen Hunger hat, einen Cheeseburger und diese Camembert-Taler, einwandfrei. Machen wir doch mal den Cheese-Pull-Test. Oh. Habe ich mir jetzt mehr drunter versprochen. Aber geschmacklich sind sie wirklich gut. Der McDonald's in Gunzenhausen ist einer meiner Lieblings-McDonald's. Ich sage euch auch warum. Da arbeitet nämlich eine wunderbare, nette, blonde Dame, die immer unfassbar nett zu mir ist. Nur heute war sie leider nicht da. Samstag ist sie nieder. Ich habe mir heute ein bisschen einen blöden Platz ausgesucht. Die Sonne scheint mir volles Rohr ins Gesicht. Kommen wir zur Bewertung. Der Cranberry Brie Chicken von McDonald's bekommt von mir ein Bart. 1. Mir ist der Cranberry Chicken von McDonald's einfach viel zu süß. Die Cranberry Soße ist für mich einfach zu präsent. Wenn die nicht drauf wäre, wäre es für mich eine 2 oder eine 3 gewesen. Der Brie und das Chicken funktionieren super miteinander,
Auch der Rucola passt super. Mein Highlight bei dem Burger ist der Bun. Der kann wirklich was. Da würde ich mir wünschen, dass man den vielleicht öfter mal zum Einsatz bringt bei anderen Burgern. Die Camembert-Taler bekommen von mir 2 Bärte. 1. 2. Die Camembert-Taler sind gut für zwischendurch. Als Beilage taugen sie meiner Meinung nach jetzt nicht so viel. Sie haben einen guten Geschmack, haben eine gute Konsistenz, einen schönen Crunch, wenn man reinbeißt, und fühlen sich jetzt auch nicht an wie Gummi. McDonald's, das hast du wirklich... Naja. Das war meine Meinung zu dem Cranberry Brie Chicken und den 4 Camembert-Talern. Sagt mir, wie ihr ihn findet, und schreibt's einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, gebt mir einen Daumen hoch, teilt es allen euren Freunden mit. Ihr findet mich natürlich auch auf Twitter und Instagram. Auf Facebook könnt ihr mich im Moment nicht finden, da Facebook meine Seite gesperrt hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann mal, bis dann mal. Stay hungry. Hey Fritzi. Sag hallo YouTube. Heia. Wow. Wie heißt der jetzt denn? Sonnenbrille runter. Hey YouTube! Sakrament! Oh Mann! Ah! Vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo. Da gibt es immer Food Reviews und so. Einfach gut. Bei Stay Hungry ist es einfach gut. Denn Stay Hungry hat die Art, die du magst. Alles klar für den Tag. Stay hungry ist einfach gut.